Gut, heißt, wenn ich dieses Geräusch höre, dieses Horn, dann muss ich weg. Ich versuche mal einfach alle Granaten darin zu werfen. Oh, hat auch ein bisschen geholfen. Nein! Ach, das geht doch viel zu schnell hier. Dachte, man könnte zwei Schüsse und dann erst weg. Tja, vielleicht war das eben auch gerade hier nochmal dieser Satz da ein Tipp. Das Motto immer ist Angriff und weg. Jetzt kommt er mal zu. Noch habe ich nicht das Horn gehört. Jetzt aber. Jetzt weg, weg, weg. Ich will doch hier weg. Alter, ich komme hier nicht weg. Ey, wenn die hier nachleihen. Wann kommt der zu? Da ist er. So, und jetzt sofort weg. Fliegt die überhaupt so weit? Ich muss mir doch ein bisschen näher ran. Noch höher? Ja, das hat schon mal geholfen. So, jetzt gehen wir mal hier oben hin. Oh, weg, weg. Ach, das gibt's doch nicht. Viel zu schnell. Ich hasse das, wenn man das nicht so ganz genau sehen kann, wo das herkommt oder wo es hinschießt. Ich mag das nicht. Vielleicht bin ich zu doof und sehe das nicht, aber irgendwie ist es mir gerade nicht so offensichtlich. Natürlich daneben geschossen. Renn doch mal ein wenig. Ach, hier sind ja auch noch so viele. Ja. Es sind die Flugzeuge irgendwie auch, aber... Noch mehr Stellung oder sowas. Momentan ist das wirklich meine einzige Taktik. So weit wie möglich weg. Guck mal, hier ist ja auch noch so ein Teil. Ah, die ballern hier echt. Ganz schön drauf. Hey, der fette Wärter. Da werden wir keine Dienst mehr schauen. Oh, shit.
einzelnen Hut immer nicht. Jetzt gehe ich mal erstmal ein bisschen hier gucken. Hier noch etwas gibt's. Ja. Da ist so ein Panzer. Der ist so klein. Oder nicht? War nur eine optische Täuschung. Was ist denn hier drin? Raketenwerfer oder sowas? Okay, da. Der Tankabwehr. Ach ja, Bauchladen. Da war ja was. Weg. Das hat aber gesessen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ach komm, das ist doch Scheißstelle hier gerade. Also noch nicht mal eine Chance hier abzuhauen. Boah, wenn ich die Zähne nochmal hier sehe, flippe ich aber aus langsam. So, genau, ich wollte mal gucken, ob man das Nachladen hier nämlich überspringen kann. Ja, so ein bisschen schon. Ich versuche mal einfach zu werfen. Oh. Ist hier noch irgendwo ein Teil? Komm, will ich die das Nachladen überspringen. Wo war denn diese große Kiste eigentlich hier? Die war hier, hä? Weg hier! Aha. Nur am Weglaufen hier. Da mache ich den eine Watchan jetzt oder? Sieht nicht so aus. Aber hier an das Teil. Ah. Ich würde jetzt endlich wieder mit der Ding schießen. Panzerabwehr da. Ja. Kann ich endlich das hier wegballern? Dann ist doch eigentlich. Ach, so ein Dreck. Ach, echt. Das ist doch der letzte Mist hier. Könnte man echt öfter sehen. Guck mal, kann ich eigentlich da aufbauen, dann explodiert das doch, ne? Nein, zu spät.
denn noch nie. Das darf doch nicht wahr sein. So ein Dreck hier. Alter, das geht doch echt nicht mehr. Ich versuche hier auch schon auf die komischsten Geräusche zu hören, aber mir ist das noch nicht ganz ersichtlich, ab wann der so richtig ballert. Die mache ich auch immer wieder so umsonst auf. Das hat aber nicht geholfen, toll. Der geht gar nicht hin. Nur noch ätzend. Komm, spring doch mal hier hoch. Oh, die muss jetzt auch nachladen. So hat es dann eben so perfekt geklappt. Die kommen gar nicht mehr hoch. Wo war denn nochmal Panzerabwehr? War doch hier so, oder? Wo war die denn nochmal? Hm. Alter, jetzt finde ich die nicht mehr wirklich. Dann ist uns auch schön rein. Ich baller jetzt nur noch damit. Von ganz weit hinten. Jetzt fällt er wieder zurück, das darf doch nicht wahr sein. Och man, dieses scheiß Nachladen. Ich hab Angst. Das darf doch nicht wahr sein. Gerade wo ich mich hier befinde. Schön, wie hier alles zerstört wird, aber... Aber ich werde nicht mehr beschossen. Der ändert echt. Oh, echt. Ey, ich hoffe, das wird jetzt aber hier. Versuche einfach wirklich nur in Bewegung zu bleiben. Klick, 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 klick. Ja, das hätte mich wieder killen können. Jetzt
wird auch hier ganz schön aggressiv. Ich merke genau immer, wo ich bin. Okay, echt noch wenige Schüsse. Oh, das hatte echt noch mich leicht getroffen. Ich darf echt nicht stehen bleiben hier. Was ist denn der Zug wieder? Oh, noch immer. Ein Schuss. Da fährt er noch wieder zurück. Oh, warte. Ich merke das wieder, das hinter mir hier alles versucht zu pulverisieren. Einschließlich mit mir. Nein! Oh, Drecksloch. Jetzt kommt der letzte Schuss. Jawohl, weg ist das Teil. Rache kann süß oder bitter sein. Was sagst du dazu, Sarah? Und du hast recht, wir müssen größer denken und handeln. Also auf zum Suezkanal. Sag mal, was weißt du über Schlachtschiffe? Tja, das war's anscheinend auch mit der Story. Und war nochmal komisches Geräusch hier. Ob man im Spiel wieder ist. Auch sehr interessant die Geschichte. Da würde es mich auch interessieren, nochmal so ein bisschen tiefer in den Geschichtsbüchern zu lesen mal. Erinnert euch an uns, ist jetzt so aufgeploppt. Eine abschließende Nachricht vom Battlefield 1 Team in Gedenken an jene, die gedient haben. Ja, das schauen wir uns doch gerne jetzt mal noch an. Das sind wahrscheinlich die Credits. Oder sogar noch eine kleine Mission. Eines Tages wird all das hier vorbei und der Krieg, der alle Kriege beendet, gewonnen sein, von wem auch immer. Dann werden die Waffen schweigen, Gras wird wachsen und all das hier überwuchern. Das Land wird sich selbst heilen, wie immer. Wir werden dann längst tot, aber vielleicht nicht vergessen sein. Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden Tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Wie wir lebten, wie wir kämpften und wie wir starben. Wenn all das hier vorbei und der Krieg gewonnen ist, werden sich die Menschen an uns erinnern. Aber bis dieser Tag kommt, halten wir stand. Wir werden dem Tod ins Auge blicken.
Und wir werden kämpfen. Damit war's das. Ein seltener Erfolg sogar noch freigeschaltet. Also auf normal nicht durchgespielt? Oder jetzt das Ende hier nicht angeschaut? Egal, nur 9%, das wundert mich. Ja, auf jeden Fall mal eine recht schöne Story. Also eigentlich wirklich sehr schön inszenierte Stories hier, so verschiedensten Arten. Hat mir wieder gefallen bei Battlefield. Sowieso das ganze Spiel hat mir sehr toll gefallen, die Story und so. Bin ja so ein bisschen bei Battlefield ausgestiegen. Also vor allem, ich fand eigentlich immer den Multiplayer sehr wichtig, den kam Bad Company, das fand ich noch richtig cool. War lustig auch gemacht und ja, jetzt denn so die neueren Teile und so, fand ich denn alle nicht mehr so gut. Auch so von der Story her waren das so ein bisschen immer nur Action und so. Keine große Story, fand ich. Aber die Geschichten hier, die haben mir wirklich sehr gefallen. Also einmal hier mit dem Fliegerass, der ja ein Betrüger so gesehen war. Und dann doch noch irgendwie so gesehen zum Helden wurde. Oder eben auch nicht, vielleicht war es ja doch nur erfunden, so war es ja irgendwie das Ende. Die hat mir sehr gut gefallen. Auch das hier mit den Rittertypen. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, ich bin mit Namen nicht immer so. Ach, guck mal, an den Patrick Bach. Ja, also auf jeden Fall eine schöne Story. Ich fand das ganze Spiel sehr gut eigentlich. Bis auf den Ende eben gerade mit dem Zug. Das hat echt irgendwie genervt. Aber so war es mal ein schön anderer Weg mal und nicht immer dasselbe irgendwie. Vier Helden, die die ganze Welt retten müssen oder so. Sondern eben wirklich mal was anderes. Multiplayer habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gespielt. Oder schon ein bisschen mehr so, ich glaube. Insgesamt so 10 Stunden oder sowas Multiplayer-mäßig gespielt. Gefällt mir so einerseits, ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ein cooler neuer Weg, so mal auch den ersten Weltkrieg nochmal so ein bisschen die Geschichte aufwerten. Es waren ja zumindest einige Sachen, die man wirklich kennen sollte von der Geschichte her. Und ja, eigentlich ein sehr guter Teil. Also vor allem regt ihr auch nochmal so ein bisschen an, nochmal, also mir persönlich nochmal so ein bisschen in die Geschichte des Ersten Weltkrieges nochmal sich reinzulesen, sich zu informieren. Und es war eben wirklich mehr darauf ausgelegt, dass Krieg eigentlich nichts Schönes ist und dass es wirklich auch nie Gewinner geben wird in einem Krieg. Und das hat hier Battlefield 1 auch wirklich so ein bisschen mehr gezeigt, als
sonst in anderen Teilen, wo man es ja kennt, das sind man als Held immer hervorgeht, wenn man Krieg zugesehen ist und dann immer gegen die Russen oder sonstiges kämpft. Und wie gesagt, wie den anderen Battlefield-Teilen. Ich glaube, ich rede auch gerade wieder viel zu viel. Einfaches Schlusswort. Es hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ja, eine tolle Arbeit von Dice Dick, wie man es immer sagen möchte. Was ist das für eine Musik jetzt? When I was a young man, I carried my pack and I lived the free life of a rover. Okay. Kommt mir irgendwie from bekannt vor. Green bison to the dust. Gut, dann sage ich einfach nur wirklich bis zum nächsten Let's Play. Und ja, verabschiede mich dann. Also, auf Wiederhören. Bis denn. It's time to stop rambling, 'cause there's work to be done. The sword I gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as we sailed away from the quay. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. How well I remember that terrible day, when the blood stained the sand and the water. And how in that hell that they call Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready, he primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shells. And in 5 minutes flat he'd blown us all to hell, nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain, and we buried ours and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now those who were living did their best to survive in that mad world of death, blood and fire. And for 7 long weeks I kept myself alive, all the corpses around me piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse over tip, and when I awoke in my hospital bed and saw what it had done, Christ, I wished I was dead. Never knew there were worse things than dying. And no more I'll go waltzing Matilda to the green bushes so far and near, for to hang tents and pikes a man needs 2 legs. No more waltzing Matilda for me.
they collected the cripples, the wounded and maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind and insane, those proud wounded heroes of Sovla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway, but nobody cheered. They just stood and stared, and they turned their faces away. And now every April I sit on my porch and I watch the parade pass before me. I see my own comrades, how proudly they march, reliving the dreams of past glory. I see the old men, all twisted and torn, the forgotten heroes of a forgotten war. And the young people ask me, what are they marching for? And I ask myself the same question. And the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But year after year their numbers get fewer. Someday no one will march there. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, ooh, go a waltzing Matilda.